Länderspiele vorbei, Bundesliga geht wieder los und diesmal mit einer Max-Bet von mir. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right, may the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBet. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBet-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und bei dem kribbelt es ein bisschen. Bin gespannt, auf wen du deine Max-Bet abfeuerst. Ich sehe jetzt da noch nichts allzu Logisches. Ja, werden wir sehen. Noch ein Rückblick zur letzten Woche. Bei mir einen Pick von drei bloß richtig. Mein Gesamtstand immer noch plus. Darauf kommt es an. Und du konntest mit zwei richtigen immerhin ein bisschen aufholen. Mal sehen, ob du den Trend fortsetzen kannst. Ich werde diesen Spieltag mit der Brechstange probieren. Ich bin auch gespannt. Wie meine Max-Bet schon verlauten lässt. Und als erstes geht's los am Freitagabend mit dem Spiel Hoffenheim gegen Leverkusen. Genau, da treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Also die Leverkusener momentan auf dem letzten Euroleague-Platz Nummer 6 und Hoffenheim in Lauerstellung auf Platz 9. Allerdings von den Ergebnissen her haben sie schon einige Punkte gegen schlechter platzierte Teams liegen gelassen in der Rückrunde. Dementsprechend sind sie doch relativ weit hinter ihren eigenen Ansprüchen. Die Heimtabelle, wenn man die sich mal anschaut, da ist Hoffenheim ziemlich genau auch wieder knapp hinter den Euroleague-Plätzen, also auf Position 7, und Leverkusen, die sind Sechster, also da tut sich nichts, die sind daheim wie auswärts, also relativ gleich gut. Ja, das schreit ja fast schon förmlich nach einem Unentschieden, und wenn man die Spiele der Hoffenheimer zuletzt verfolgt, da waren einige Unentschieden auch dabei, mit 11 Unentschieden die Unentschieden-Mannschaft der Liga. Sogar in Stuttgart konnten sie nicht gewinnen. Jetzt zu Hause kommt mit Leverkusen ein anderes Kaliber. Wenn auch Leverkusen gegen Bremen vor der Länderspielpause, vor genau 12 Tagen dann, hier mit 3:1 verloren hat. Ob sie dann direkt hier in Hoffenheim den Sieg holen können, wage ich daher zu bezweifeln. Wie schaut es bei dir aus? Ich denke auch, dass es gleich mit einem Unentschieden am Freitag losgehen wird. Max Kruse, geiles Spiel in Leverkusen abgeliefert. Diesmal wird Leverkusen nicht als Verlierer vom Platz gehen, aber ob es zu einem Sieg reicht gegen Hoffenheimer, die auch wissen, dass sie jetzt hier nicht verlieren dürfen, eigentlich gewinnen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass beide Teams treffen, aber generell zu deiner Frage, ich sage auch unentschieden. Mhm. Bei beide Treffen gibt es nur eine lächerliche Quote von 1,33. Ist wahrscheinlich auch einfach die Realität. Beides sehr starke Offensiven. Die Asian Line bei minus 0,25 bei Hoffenheim und plus 0,25 bei Leverkusen sehe ich dann eher Leverkusen ein wenig im Vorteil, wenn ich jetzt eine von den beiden Mannschaften nehmen würde. Mhm. Kann man das so festhalten? Dann halten wir hier gleich mal eine 2 mit Asian Handicap plus 0,25 fest. Da ja Auswärtsüberraschungen durchaus an der Tagesordnung liegen können. Bei Freiburg gegen Bayern, gibt es da eine Auswärtsüberraschung? Muss ja fast, oder? Bayern hat jetzt einige Spiele richtig hoch gewonnen. Die vor der Länderspielpause Mainz vernichtet, Wolfsburg vernichtet, auch nicht gegen andere Teams gepatzt, sind jetzt Tabellenerster, wo man vor nicht allzu langer Zeit gedacht hat, Dortmund hat nicht nur einen Punktevorsprung, sondern aufgrund des Torverhältnisses nochmal einen extra Punktvorsprung. Ist Bayern da jetzt auch mit starker Offensive vorbeigezogen. Daheim holen die Freiburger ihre Punkte, wirklich gut dabei. Und Bayern, beste Auswärtsmannschaft, was willst du da anderes tippen? In der Vergangenheit gab es ja, glaube ich, mal öfter, dass Freiburg auch eine Überraschung gelungen ist. Die haben dann mit Golfbällen auf Oliver Kahn geschmissen. Die haben sich echt Mühe gegeben. Aber die Zeiten sind vorbei. Man möchte kein Stadionverbot riskieren. Es gibt überall Kameras. Von daher siehst du hier irgendwas anderes. Ich sehe ausnahmsweise mal wirklich eine Wette auf Bayern value-haltig mit Asian Handicap minus 1,75. Denn bei Bayern weiß man ja, dass die in der Nationalmannschaft aussortierten Müller, Boateng und Hummels pausiert haben oder trainiert haben in der Zeit, in der die anderen sich bei der Nationalmannschaft kaputt gemacht haben und von daher motiviert in dieses Spiel gehen werden. Und deswegen werde ich hier sogar auf Bayern
tippen mit Asian Handicap minus 1,75. Ist natürlich dann schon das Problem, wenn sie mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, dann gewinnt man hier nur die Hälfte. Und sie müssen dann mit drei Toren Vorsprung gegen Freiburg gewinnen. Das ist schon happig. Aber naja, halte ich hier sogar für möglich in diesem Fall, da die Bayern in letzter Zeit wirklich Powerfußball gespielt haben und von dieser Länderspielpause in meinen Augen sogar profitieren dürften. Ist das schon die Max-Bet oder hältst du dich damit? Damit halte ich mich noch bedeckt und es ist nicht die Max-Bet, überraschenderweise. Okay. Weil ich dann doch die Zweifel habe, ob die Bayern das mit drei Toren Vorsprung wirklich auch gewinnen können. Aber ich gebe mir dann auch mit den mit der Hälfte des Gewinns gebe ich mich da in dem Fall auch zufrieden, wenn es denn so laufen sollte. Was haben wir denn bei Düsseldorf gegen Gladbach, die so starken Düsseldorfer in letzter Zeit? Naja, die müssen doch auch irgendwie ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen landen. Die haben das auch in den letzten zwei Spielen bereits gezeigt, dass sie nicht jetzt alles mehr gewinnen, haben aber auch gegen gute Teams gespielt. Gladbach hingegen, Enttäuschung nach Enttäuschung. Und für mich spielt hier ganz klar der Name mit eine Rolle. Ich sehe den Gladbacher Sieg. Lieber Radek. Okay, ja, das ist auch meine Intuition, dass die Gladbacher in den letzten beiden Spielen nicht das gezeigt haben, was sie können und Düsseldorf ja jetzt die letzten beiden Spiele verloren hat und Gladbach, wir sehen die auf Platz 4, die müssen einfach jetzt gegen Gegner wie Düsseldorf punkten und das dreifach, damit sie jetzt nicht von Frankfurt, die aktuell oder in letzter Zeit stärker waren oder auch Leverkusen, oder auch den Wölfen noch attackiert werden. Und dann war es das mit der tollen Saison von Gladbach bisher. Von daher müssen sie jetzt hier gewinnen. Und sie waren zuletzt auch auswärts stärker als zu Hause. Wenn man das hier sieht, auswärts die letzten vier Spiele nicht verloren, auch wenn es knapp war. Und immerhin in Frankfurt einen Punkt geholt. Das sind schon gute Ergebnisse gewesen. Auch gegen Mainz. In Mainz musste erst mal gewinnen, auch wenn es hässlich 1-0 ist. Und von daher sehe ich hier die Gladbacher auch sehr viel stärker und werde hier eine relativ hohe Wette platzieren auf Gladbach, weil, Hintergedanke, das sollte hier draußen auch keiner unbedingt nachmachen, weil ich letzte Woche eine große Wette auf Gladbach hatte und die verloren ging. Und deswegen sind mir die Gladbacher das Gefühl schuldig, dieses Spiel zu gewinnen. Und da ist die Quote von 2,3 auf Gladbach, finde ich, sehr, sehr gut und value-haltig. Wie eigentlich fast immer, wenn eine Mannschaft in Düsseldorf spielt, weil Düsseldorf zu Hause ja schon gute Ergebnisse hatte, ja auch gegen Dortmund gewonnen hat zu Hause. Von daher, ja, gegen Gladbach hoffen wir mal, dass es nicht so läuft, wenn man Geld drauf hat. Ansonsten habe ich da keine großen Sympathien für eine der Mannschaften. Alright. Dortmund-Wolfsburg. Was passiert denn hier? Ja, sag uns was zur Tabelle vielleicht. Hier haben wir sie. Die Dortmunder sind ex equo quasi erster von der Punktezahl. Aber Wolfsburg überraschend jetzt dann doch nochmal mit einer Siegesserie oder mit vielen Punkten in Folge am Kommen. Denen dürfte die zwei Wochen oder die Länderspielpause eigentlich gar nicht getaugt haben. Dortmund, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, dass die sich nochmal ein bisschen ausruhen konnten. Haben ja doch einige Wehwehchen, Verletzte im Team. Von daher hoffe ich, dass sie jetzt wieder mit vollem Fokus angreifen und noch nicht im Punkt Rückstand sind, bevor es zum großen Gipfel dann kommt zwischen Dortmund gegen Bayern, weil man stelle sich vor, Dortmund punktet jetzt diesen Spieltag nicht. Spielt danach gegen Bayern, verliert dort, dann ist eigentlich die Meisterschaft dann doch einige Spieltage vor Schluss entschieden. Von daher sagt der Verstand und die Hoffnung ein Dortmunder Sieg voraus, der daheim jetzt zumindest auch mal Stuttgart abgefieselt haben, sich da sicher nicht mit rumbekleckert haben, kurz vor knapp gegen Hertha, erst am Ende gewonnen. Also von daher, wenn du mal überlegst, wie viel Punkte sie dann jetzt da nochmal geholt haben, 10 Minuten vor Ende,
Vielleicht beflügelt das ja auch ein bisschen. Da höre ich auch was Interessantes raus. Auf ein Last-Minute-Tor von Dortmund zu setzen, hätte durchaus schon oft funktioniert. Gegen Wolfsburg, ja, Wolfsburg hat jetzt 5-2 gegen Düsseldorf gewonnen. Spielt Gladbach in der letzten Wette vielleicht in die Karten, dass Düsseldorf ja durchaus Probleme hat in der Abwehr. Aber Wolfsburg hat ja auch 6 gegen Bayern gefangen und 2 gegen Düsseldorf. Also Dortmund wird hier auch wieder 3 Tore schießen, wenn man das so sehen kann. Es werden vielleicht dann viele Tore fallen, aber dafür gibt es wieder kein Geld. Auf den Dortmunder Sieg gibt es ehrlich gesagt auch kein Geld. Dass die mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, dafür schätze ich die Dortmunder irgendwie auch ein bisschen zu fahrig und schwach in letzter Zeit ein. Also ganz schwer hier irgendwas zu tippen, dass beide hier treffen mit 1,66 vielleicht noch. Ja, ist schwierig. Wolfsburg hat jetzt auch bei dem anderen Top-Team nicht so geglänzt, also bei Bayern München, untergegangen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn das nicht wäre, dann wäre vielleicht Wolfsburg plus 1,25 oder 1,5 interessant. Hoffe ich auf einen Dortmunder Sieg und werde da nichts drauf wetten. Okay. Ich habe jetzt mal die beide Treffen festgehalten, weil ich das so persönlich noch einigermaßen gut finde. Bei Nürnberg gegen Augsburg, das ist ja dann doch wieder ein relativ interessantes Spiel, wenn man auch die Quoten anschaut. Ganz genau. Und die Nürnberger, die sind ja statistisch abgestiegen. Rechnerisch dürfte da natürlich noch was möglich sein, aber wer glaubt daran schon? Augsburg, für die auf der anderen Seite mit 25 Punkten, die können jetzt mit einem Dreier sich zum ersten Mal vielleicht ein bisschen vor den Abstiegsrängen entfernen, ein bisschen mehr, wo sie doch vor ein paar Wochen fast bedrohlich nahe oder sogar drin waren. Hat die Verpflichtung von Jens Lehmann doch was gebracht oder nicht? Oder ist vielleicht einfach die Qualität des Kaders doch zu gut? Und es hat sich bewährt, dass man an Baum festgehalten hat. So, das freut mich persönlich eigentlich immer, wenn man länger am Trainer festhält und dem nicht sofort die Schuld gibt und irgendeinen Schmarrn macht. Von daher, ich glaube an die Qualität von Augsburg und ich finde, dass Augsburg in die Bundesliga gehört und Nürnberg ist eh schon abgestiegen, dann lass doch die Punkte in Bayern. Ja, Nürnberg gehört ja im Großen und Ganzen auch zu Bayern, aber die Augsburger haben wirklich einen extremen Aufwärtstrend. Und klar, die Franken, die wären gerne Separatisten, aber die Augsburger haben ja echt gegen Dortmund gewonnen, gegen Leipzig einen Punkt geholt. Also rein aus diesen letzten Ergebnissen müsste man davon ausgehen, dass die Augsburger dieses Spiel gewinnen. Sie müssen es ja auch gewinnen, rein von der Stärke her. Jetzt ist es so, die Nürnberger zu Hause haben schon ein paar ganz gute Spiele in der Saison geleistet und das ist dann einfach eine reine Quotensache, dass man hier bei einer 2,45er Quote auf Augsburg gehen muss und sogar das Asian Handicap 0 auf Augsburg, sollte das Spiel unentschieden ausgehen, dann kriegt man das Geld zurück, ist dann eine gute Sache mit einem 1,81, also da glaube ich, braucht man gar nicht mehr viele Worte verlieren. Weil das würde ja zu weit führen. Bei Bremen gegen Mainz. Die Bremer sind ja, glaube ich, die einzige Mannschaft, die in jedem Spiel in der Saison getroffen haben. Gegen Mainz zu Hause kann man fast schon davon ausgehen, dass das auch klappt. Ob es auch mit dem Sieg klappt, wird die Frage sein an den Bremen-Experten. Der Bremen-Experte, der sieht seine Werderaner auf Position 8, noch ein bisschen Lauerstellung auf die Euroleague-Plätze, vor allem jetzt nach dem wichtigen Sieg in Leverkusen, selber natürlich nur mit drauf gehofft, aber nicht damit gerechnet. Mainz wäre jetzt so das klassische Spiel, wo man sagt, Bremen schlägt die guten Teams und gegen schwächer gerankte Teams lassen sie Punkte liegen, zweimal gegen Nürnberg zum Beispiel, gegen Stuttgart glaube ich auch nicht so geglänzt. Auf jeden Fall ist meine Vermutung ein Unentschieden. Ich würde theoretisch auch auf Bremen setzen, finde aber die Quote überhaupt nicht gerechtfertigt. Also 1,6 auf Werder, was soll das? Mhm. Also dafür ist das Spiel mir zu ausgeglichen und eher, ich habe gerade nur geschaut, was Asian Handicap ist, also eher ein Hände-weg-Spiel für mich. Ja, die Quote für Bremen zu niedrig sehe ich auch so, aber sie sind natürlich Favorit in dem Spiel, wenn man die Mainzer zuletzt gesehen hat. Hier auf Mainz zu gehen, auch keine Option, außer jemand weiß da was und ist Mainz-Sympathisant, dann wäre das dann vielleicht eine Option, aber auch von mir gibt es hier einfach ein No-Bet.
weil Mainz, ja, weiß nicht, den traut man oder traue ich schon immer irgendwie eine Überraschung zu. Und von Bremen halte ich allgemein nicht so viel wie du vielleicht. Aber wenn du selbst da keinen Bremen-Sieg tippst, dann no bet. Ja. Leipzig gegen Hertha. Die Leipziger auf Platz 3 gegen Hertha auf Platz 10. Ja, die Leipziger, die glaube ich, werden auch am Ende der Saison auf Platz 3 stehen. Spielen konstant gut, gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Finde ich, spielen eine wirklich ruhige Saison. Also kannst nichts Schlechtes dagegen sagen. Hertha spielt auch eine wirklich tolle Saison. Haben hier und da mal Punkte liegen gelassen, aber für die finde ich es aus meiner Sicht, aus der Ferne, aus München quasi, einen wirklich guten Erfolg, im gesicherten Mittelfeld zu sein und den ein oder anderen Ausreißer nach oben zu haben. Natürlich waren sie in der Hinrunde auch noch weiter vorn, aber da waren sie klar über ihren Verhältnissen. Pal Dardai macht wirklich einen tollen Job. Hier glaube ich auf ein sehr, sehr unspektakuläres Spiel. Ich denke nicht, dass viele Tore fallen und ich sehe sowas wie ein 1-0, 1-1, 0-0, aber Tendenz Richtung Leipzig. Ja, die Tendenz ist klar auf Leipziger Seite von den Quoten her, auch mit einer 1,45er Quote. Und dass Hertha im Mittelfeld zufrieden ist, das glaube ich, sehen die da in der Hauptstadt schon ganz schön anders, nachdem sie in der Vorrunde ja schon vom internationalen Geschäft geträumt haben, bestimmt, und jetzt dann doch wieder im Mittelfeld als graue Maus angelangt sind. Leipzig muss hier zu Hause einen Statement-Sieg landen. Ich denke, Asian Handicap minus 1 würde ich fast spielen. Hier ist es das 1,25er Handicap mit einer Quote von 2,12. Das ist mir fast ein bisschen zu viel. Ich schaue dann noch, was das Asian Handicap minus 1 ist. Da gibt es dann das Geld zurück, wenn Leipzig mit nur einem Tor Vorsprung gewinnt. Aber in der Situation traue ich Hertha fast nicht zu, dass sie in Leipzig gewinnen. Vor allem Leipzig hatte erst 8 Gegentore zu Hause bekommen. Ibisevic fehlt bei Hertha, rot gesperrt, 3 Spiele. Also da spricht schon einiges gegen die Hertha und viel für Leipzig. Dann haben wir noch Hannover gegen Schalke. Das ist doch Abstiegskampf par excellence, oder? Wer hätte das gedacht vor der Saison? Also, dass Schalke zumindest da mitmischt als Vizemeister. Aber vielleicht tun sie uns den Gefallen. Ich sehe hier schon Value auf dem Schalke-Sieg. Ohne Scheiß, Hände weg von dem Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Beide Teams, die vor der Saison aus meiner Sicht mindestens unter den Top 10 gewesen wären. Ich tendiere dazu, Hannover ein bisschen überzubewerten. Aber wie sollen Voll. die sich jetzt gegen Schalke aus der Scheiße hauen? Vor allem, dass da Schalke mit Hüskens und Stevens zumindest wieder Integrationsfiguren auf der Bank haben und die können dem Team schon wirklich wieder so ein bisschen mehr Spirit einhauchen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und deshalb sehe ich zumindest keinen Hannover-Sieg. Ob Schalke dann wirklich die Qualität hat, um jetzt im Abstiegskampf auf Offensivfußball zu gehen, das hinterfrage ich ein bisschen. Ich Ja, glaube, müssen das. sie ja gar nicht. Ja, doch, also punkten gegen so eine scheiß Mannschaft wie Hannover sollte man schon, würde ich empfehlen. Oh, das Ich darf jetzt aber glaube. Thomas Doll nicht hören. Aber der sagt ja. Ja, der sagt selber, stimmt. Das sagt er selber, der sucht ja schon die Alibis, warum er nicht so ganz erfolgreich ist. Ja, von Also daher hat er auch punkten. überhaupt keinen Bock mehr, die zu motivieren. Und du hast ja echt den Power-Faktor angesprochen mit Büskens und Stevens, die im ersten Spiel gegen Leipzig immerhin nur ein Gegentor kassiert haben gegen die starken Leipziger. Ich denke, die werden jetzt gegen Hannover noch ein bisschen Zeit bekommen haben. 2 Wochen haben sie ja fast schon jetzt mit der Mannschaft zum Trainieren. Und da dann wirklich aus dem durchaus vorhandenen Schalker Potenzial was rausholen. Und daher finde ich hier wirklich einen Schalke-Sieg mit 1,80 sehr value-haltig, muss ich wirklich unterstreichen. Und wenn die Wette nicht gewonnen wird, dann hat man auch nichts falsch gemacht, sondern nur Stevens und Büskens. Also das ist so der Punkt. War es jetzt 2,0 gesagt? 1,8, ne? Der Schalke-Sieg. Ja, 1,8. Und
unter 2,5 Tore. Ist das etwas, was dich anlächeln könnte? Ja, bei der Quote macht es durchaus Bock, drauf zu setzen, weil ich ja immer gerne auf Unter setze. Aber ehrlich gesagt, schreibt nie einen Marc Uth ab. Also ich würde eher darauf setzen, dass Marc Uth hier trifft, als dass hier weniger Tore fallen. Nee, ist okay. Ich glaube, dass Schalke sich einfach wirklich wieder irgendwie den Frust von der Seele ballert oder so. Und von daher, ja, schauen wir mal, ob ich mich extrem weit aus dem Fenster lehne und Schalke mir mal wieder über den Mund fährt oder ob vielleicht diese Ansicht von manchen geteilt wird. Ich würde es Schalke ehrlich gesagt sogar gönnen. Bei Frankfurt gegen Stuttgart spricht eigentlich auch vieles für die Frankfurter. Ob die Quote von 1,44 für einen Sieg gerechtfertigt ist, erfahren Sie, wenn das Licht angeht. Von der Tabellensituation ja, von der Form auch ja, ganz klar. Frankfurt wirklich, wirklich eine tolle Saison, vor allem international gefallen die mir. Ich hoffe so sehr für die Frankfurter Fans und auch für mich als Zuschauer vor den Fernsehgeräten, dass die Fans nicht für Lissabon gesperrt werden, denn ich weiß nicht, ob es da schon ein Urteil gegeben hat, das ist jetzt natürlich ein komplett anderes Thema, aber das möchte ich nur gesagt haben, weil ich ja letztes Jahr wirklich sehr kontra Frankfurt gewesen bin. Jetzt bin ich da auch so ein bisschen im Frankfurt-Hype drin. Der Adi Hütte macht da echt guten Job und er wird auch Stuttgart besiegen können mit einem souveränen Kick. Dafür waren sie gegen Düsseldorf und andere Konsorten, die da hinten stehen, immer zu souverän. Ja, ich finde trotzdem die Quote für Frankfurt viel zu niedrig. Ich meine, die gewinnen zwar, die haben einen Megalauf, muss man sagen, aber irgendwann warte ich nur immer drauf, dass die einbrechen, weil so viel Licht war dann auch nicht dabei, wenn man jetzt zum Beispiel das Nürnberg-Spiel anschaut. Und ich traue auch immer Stuttgart mehr zu, als die auch oft leisten, aber sie haben auch wirklich schon gute Ergebnisse gehabt. Da zähle ich sogar die 3-1-Niederlage gegen Dortmund dazu. Also das musst du erst mal schaffen. Und da denke ich auch, dass sie durchaus Frankfurt vielleicht ärgern können. Die Quote für Frankfurt ist mir nämlich einfach zu niedrig. Und wenn man auf Stuttgart plus 1,25 geht, kann man das aus Stuttgarter Sicht vertreten. Ich als neutraler Betrachter halte mich da aber dann hier komplett raus, weil wenn man jetzt auch drauf geht, irgendwie tormäßig schaut, müsste man schon mehr als 3,5 Tore. Ich denke, da könnte Frankfurt an guten Tagen durchaus hinkommen. Aber wie gesagt, gegen Nürnberg hätte man auch schon gedacht, dass sie da jetzt die Nürnberger abschießen, dann war es ein 1-0. Deswegen würde ich hier auch nicht mich davon locken lassen. Also es, glaube ich, gibt an diesem Spieltag wesentlich attraktivere Wetten, also für mich zumindest. Also ich habe bei dem Spieltag komischerweise echt ein gutes Gefühl. Es geht mir selten so bei der Bundesliga. Mal schauen, wie viel mein Gefühl dann im Endeffekt wert ist. Aber zuerst mal zu deinen drei Top-Picks an diesem Spieltag. Und bei denen habe ich auch ein ganz gutes Gefühl. Keine Max-Bet, aber gute Gefühle. Und gute Gefühle gibt es bei dem Spiel der Gladbacher, denn da würde ich auf eine minus 0,25 Asian Handicap setzen zu einer Quote von 2-0. Das reicht mir mehr als genug. Die andere Wette, die in genau diese Richtung geht, mit Asian Handicap 0, heißt, bei Unentschieden kriege ich meinen Einsatz zurück. Da gehe ich auf den FC Augsburg beim Club. Und meine Big-Quoten-Wette ist Hoffenheim gegen Leverkusen unentschieden. Denn da bin ich mit einer Quote von 3,9 relativ optimistisch, dass das Value hat. Überhaupt eigentlich gar keine schlechte Strategie, immer mal ein Unentschieden einzustreuen bei drei Picks, weil das ja immer mal passieren kann. Und ich bin da ziemlich ähnlich, also ich habe den bisschen mutigeren Tipp auf Gladbach, Direktsieg, und bei Augsburg den identischen Asian Handicap 0 Tipp. Und dann hoffe ich, dass die Schalker hier in Hannover gewinnen und dann die 1,8er Quote eintüten. Da bin ich recht optimistisch. Und für alle, die es als Bonuswette noch interessiert, Marc Uth trifft, Quote 2,8 bloß bei Tipico. Gar nicht mal so gut, aber dafür umso realistischer. Also da werde ich nochmal ein bisschen kleineren Einsatz drauf gehen. Aber bei den anderen, weiß nicht, da riecht es eigentlich bei allen drei nach einer ziemlich saftigen Wette. Von mir zumindest.
Postet eure Tipps, ob ihr das ähnlich seht und mich unterstützen würdet oder ob ihr sagt, das Geld kannst du gleich anzünden oder aus dem Fenster hauen. Und naja, dann auf ein spannendes Bundesliga-Wochenende und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, geht woanders hin. Bis dann. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.